Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 2. Ja, das letzte Mal haben wir die mythische Quelle soweit oberirdisch abgeschlossen, haben alles, ja, wie gesagt, alles eigentlich oberirdisch erkundet, haben alle Höhlen gefunden und heute gehen wir jetzt an, dass wir die Höhlen tatsächlich auch mal richtig erforschen, weil bloß so grob anschauen zählt nicht. Wir müssen natürlich auch nochmal durch und die ganzen Schätze sammeln und wie gesagt, das werden wir heute angehen. Mal sehen, ob wir alle drei Höhlen heute durchbekommen. Ich glaube fast schon, also an einem Tag, so kann man es sagen. Sollte eigentlich gehen, weil wir müssen ja immer bloß die Pikmin wechseln. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es laufen wird. Die Spinnenburg war ja relativ einfach, aber das war eine ziemlich leichte Höhle. Und die anderen drei werden jetzt doch schon ein bisschen kniffliger. Aber wir müssen es ja machen, um alle Schätze zu bekommen. Und genau das werden wir jetzt angehen. Aber davor holen wir uns natürlich nochmal den letzten Schatz dort hinten. Ist der jetzt irgendwie wieder eingegraben? Ich glaube schon. Ich weiß zumindest nicht, wo er gestern, also am letzten Tag dann war, weil natürlich ist die Aufnahme wieder ein bisschen her. Ach komm, nehmen wir gleich alle Weißen. Dann geht es ein bisschen schneller. So, ihr bleibt jetzt hier und ich kümmere mich dann mit dem Blauen um den Rest. Nehmen wir da mal vielleicht 50 mit, falls da irgendein komischer Frosch rumhängt oder so irgendwas. Der Schatz an sich war ja nicht allzu groß, aber wie gesagt, es könnte sein, dass da irgendwelche Frösche sind. Okay. Oh, das wird spannend. Vor allem, wir haben ja zwei sehr interessante Höhlen, kann man sagen, weil in einer können wir ja bloß ein Wasserpigment mitnehmen, brauchen aber eigentlich alle. Und in der anderen braucht man eigentlich bloß Blitzpigment. Ja, und der Schatz ist wieder vergraben. Okay, das heißt, es hat gar nichts gebracht beim letzten Mal. Naja. So, die Blauen brauchen wir auf jeden Fall, weil die, naja, die das Zeug ja hintragen müssen. Das wäre ganz wichtig, da ein paar Blaue zu haben. So, aber die Weißen müssen es natürlich erstmal ausgraben. Halt, so. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich die irgendwie jetzt ertränke. Okay. Okay, da haben schon ein paar welche. Ja, ja, ja. Okay. Und jetzt sollten gleich alle rankommen. Ja, genau jetzt. Oh Gott, der Schatz ist doch größer. Das ist eine komplette Zwiebel. Wow. So. Jetzt darf ich das natürlich aber nicht die Weißen tragen lassen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Sondern das müssen jetzt bloß die Blauen machen. Wir sind ja gerade durchs Wasser gelaufen, ohne dass irgendwas passiert ist. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass denen auch nichts passiert. Und wir die alle jetzt so gemeinsam... Wo bringt ihr das denn hin? Wieso denn darum? Ach, Pikmin. Wieso darum? Darum wäre doch genauso gegangen. Ach, je. Muss ich jetzt da erst gucken. Da sind doch sicherlich wieder die Frösche respawned. Oh Gott. Nee, der hat keine gefressen. Gut. Da sind doch bestimmt... Ja, natürlich sind da die Frösche wieder respawned. Och, nö. Das ist doch jetzt echt unnötig. Dass ich den kompletten Weg wieder gehen muss, bloß weil die Pikmin zu doof sind. Oh Gott. Das waren Pikmin. Nee? Da sind keine dran gestorben? Wow. Okay. Wenn der Frosch es nicht kapiert, dann geht es ziemlich gut. Weil da kann man verdammt lange da Pikmin draufwerfen. So, mit der alten Strategie oder mit der neu entdeckten Strategie, muss man ja sagen, können wir auch die Viecher ziemlich schnell umhauen. So, die Frösche sind erledigt. Ich habe halt keine Ahnung, welche Route die nehmen, aber durch die Frösche werden sie auf jeden Fall gegangen. Dann wahrscheinlich hier hoch und dann, ja, da so an Land entlang. Die Frage ist jetzt nur, sind hier Käfer? Nein? Okay. Das heißt also, dass wir uns... Achso, verdammt. Wieder dem Schatz widmen können. Ich dachte gerade, ich könnte da jetzt die restlichen Blauen nehmen, aber A, habe ich alle Blauen genommen. Und B, ist der Präsident ja eh oben. Das heißt, es bringt rein gar nichts. Ja, das war jetzt aber dämlich. Die hätten einfach bloß die Route nehmen können, dann wäre das alles jetzt schon fertig gewesen. Ich will halt ungern hier nochmal hin, einfach bloß um eine Höhle zu betreten. Das ist irgendwie so arg unnötig. So, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die da klarkommen.
Währenddessen bringen wir die Weißen wieder zurück. Die Blauen genauso. Und ja, dann überlegen wir uns mal, wie wir das machen. So 39 passt, weil 30 haben wir auch da drüben. Genau. Die können wir jetzt erstmal hier abstellen. Das ist gar kein Thema. Ich wollte sie bloß mal bei der Basis haben. Werden die das hier jetzt heimbringen. Und dann ist natürlich die Frage, was wir zuerst angehen. Welche Höhle? Vielleicht der Duschraum. Es wird wahrscheinlich keine Rolle spielen. Schlemmers Küche ist, glaube ich, eine Höhle, die man noch früher machen könnte. Ich glaube, die ist auch nicht allzu gefährlich, wenn ich es richtig weiß. Aber ich kann jetzt halt die versunkene Burg und den Duschraum leider nicht auseinanderhalten. Deswegen ist es schwierig zu sagen, welche da jetzt die leichtere ist und welche nicht. Und ja, was uns dort erwartet. Man hat ja auf jeden Fall gesehen, dass wir die versunkene Burg bloß mit... Was macht ihr denn schon wieder? Dass man die versunkene Burg bloß mit Wasserpigment erreichen kann. Zumindest hätte ich nichts gesehen, wo man das Wasser ablassen könnte. Und deswegen, ja, muss es da ziemlich viel zum Umwechseln geben. Schauen wir einfach mal. Wir sollten ja genügend blaue Pigment haben, damit es passt. Wir waren ja recht fleißig die letzten Tage. Auch mit blauen vermehren. Ich glaube, blaue haben wir jetzt am meisten. Echt, für 30 Münzen habe ich das... Zwiebelreplik. Für 30 Münzen habe ich jetzt den ganzen Scheiß gemacht. Naja, aber es zählt ja, Schatz, das ist ja das Problem. Wir brauchen ja 100%, ist ja egal, was für welche. Und wie viel sie bringen. So, der Duschraum. Dann wie gesagt, Schlemmers Küche könnte... Also Schlemmers Küche ist ja eigentlich... Weil es sind bloß Blitzpigmen. Und hier bekommt man ja die gelben. Und man kann es auch einfach so erreichen. Von dem her, ich habe das Gefühl, dass Schlemmers Küche relativ einfach wäre. Die versunkene Burg und der Duschraum aber nicht. Aber wir müssen eh alle machen, deswegen machen wir zuerst den Duschraum. Und dort hatten wir ja alle Pigmen. Jetzt ist die Frage, wenn wir wieder alle Pigmen mitnehmen müssen. Wir können auf jeden Fall damit rechnen, dass es mehr Wasser gibt als in den anderen Höhlen. Das heißt, eine gute Anzahl Wasserpigmen will ich auf jeden Fall mitnehmen. 30, 30, 60, 90. Hätten wir 5 und 5, wären wir fast zu wenig von den Lilan und den Weißen. Weiße würden, ja, ich würde am liebsten von beiden 10 mitnehmen. Das wären dann 20. Hätten wir noch 80 übrig. Von den Blauen... Rot und Gelb 25 und Blaue 30. Weil ich denke mir halt wirklich, dass wenn wir jetzt schon im Wassergebiet sind und das Ding Duschraum heißt, dass auf jeden Fall ein paar Schätze im Wasser sein werden. Wie viel die wiegen, weiß ich jetzt nicht. Nur es ist halt die Sache, wenn ich ein paar Pigment verliere, dann könnte es sein, dass ich schon Sachen nicht mehr tragen kann. Und das ist halt bei Wasserpigment vor allem gefährlich. Deswegen, wie gesagt, 25, 25, 30, 10, 10. Weil 10 Lilane sind einfach super. Und die Weißen können mir auch ganz schnell mal drauf gehen. Und ja, aber alle können auch plus 5 mitnehmen. Dann könnten wir 3 rote und 2 gelbe mehr. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt echt nicht. Wir machen es 25, 25, 30, 10, 10, genau. Das klingt sinnvoll, das heißt, von euch gehen 9 wieder rein. Dafür kommen hier 10 raus. So, von den Blauen gehen ein paar wieder rein. Und zwar genau 20, ja. Natürlich behalten wir die Blätter. Naja, gut. Hier nehmen wir 25. Reicht gerade so. Ich hoffe, die Blauen verschwinden jetzt, bis die... Ja, okay. Und hier nochmal 25. Ich habe ein bisschen Sorge, aber wir haben auch schon eine Höhle komplett ohne rote Pigmen überlebt. Und ich glaube, zum Kämpfen gibt es da nicht so mega viel. Und alles, was wir mit dem Wasser bekämpfen müssen, müssen wir sowieso mit den Blauen bekämpfen. Deswegen... Ja, eigentlich passt es so. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar rote. Wir haben ja von allem so ein bisschen was. Ich denke, das passt dann schon. Nur blaue... Es ist, glaube ich, besser, dass wir ein bisschen mehr blaue haben. So, 100 Pigment, alles in Blumen. Sehr schön.
Dann gehen wir mal los in unsere erste Höhle für heute. Oh je, das wird eklig. Schauen wir mal. Duschraum, alle Gefahren, 14 Schätze. Und wir gehen rein mit 100 Pikmin. Oh je. Duschraum, Sublevel 1. So, der Duschraum ist natürlich erstmal cool, weil er hier wirklich überall diese Kacheln hat, verlegt. Ich weiß nicht, ob er auf den tieferen Ebenen auch noch, aber auf denen jetzt auf jeden Fall mal. Jetzt finde ich ein sehr, sehr cooles Detail. So, du machst hier gar nichts. Oh, schön, dass gleich dahinter die Blauen kamen. Hat ja irgendwie gepasst für das blaue Vieh. So, da bekommen wir gleich mal weiße Pikmin angeboten, falls wir die vergessen haben scheinbar. Brauche ich jetzt aber nicht zwingend. Das heben wir uns auch für später auf. So, hier dürfen mal die Gelben ran. Nur nicht zu viele werfen. Okay. Da sieht man schon, dass die Höhle uns nicht zwingend haben will. Es fängt schon mal gut an. Der ist gleich auf der ersten Ebene. Na super. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mal, mit was wir uns anlegen. Erstmal natürlich so ein bisschen von der Höhle her, aber auch von den Schätzen wissen wir jetzt das. Na toll. Da fallen schon Kohlquappen runter. Dass es hier jetzt 14 Stück gibt. Das heißt, wir können relativ gut planen, wie es so geht. So, da ist ein Frosch. Ich gehe erstmal so ein bisschen durch, um vielleicht eventuell ein paar Steine zu triggern. Und Kohlquappen. Da hinten ist doch mal schon mal ein Schätzchen. Du wirst aber doch sicherlich noch vom Stein bewacht. Natürlich. Gut. Aber außer Kohlquappen und Frösche, okay, gut. Ich dachte schon, der knallt jetzt komplett auf mich drauf. Aber außer Kohlquappen und Frösche gibt es ja eigentlich wenig. Wie gesagt, der größte Teil der Steine sollte jetzt eigentlich auch weg sein. Und wenn der Frosch jetzt rankommt, wäre es ultra gut. Da wäre beinahe ein paar Pikmin gestorben. So, du bist jetzt hinüber, Frosch. Ja, sehr schön. Na, ich hetze vorher, weil dann verlieren sie auch keine Blumen. Das ist das Gute dran. Mich machen diese Kaulquappen irgendwie nervös. Es ist einfach bloß... Sie sind einfach bloß da und machen mich trotzdem nervös. Oh Gott, na gut, okay. Es hat trotzdem... Nee, es hat nicht gestunt. Verdammt. Gut, dass dahin keine Gefahren waren. Machen wir das dann noch weg. Was hat das weiße Pikmin gerade versucht zu machen? Selbstmord-Pikmin. Okay. Und der Schatz? Bloß mal ein paar Lilane ran. Ja, zwei. Okay. Scheint gut auszusehen. Können wir auch ein paar mehr rannehmen. Und jetzt einmal bloß aufpassen. Oh Gott, das war ja Schatz 1 von 14. Och, und ich mache hier jetzt schon so eine Panik. Okay, Schatz ist angekommen, wunderbar. Können wir den Frosch noch mitnehmen? Die bringen ja, glaube ich, recht viel. Und dann hätten wir das vorerst mal. Die erste Ebene abgeschlossen. 90, Name. Göttliches Kochutensil. Oh. Gut. Jetzt holen wir uns noch die verlorenen Blumen. Wieso fallen mir hier die ganze Zeit Kohlquappen auf den Kopf? Muss ich nicht verstehen, oder? Die sterben vor allem auch überhaupt nicht. Na doch. Wenn man sie mal gescheit trifft, dann schon. Gut, jetzt. So, wer hat alle seine Blüten verloren? Ihr dürft die aufsammeln und ihr nehmt das da. Sehr schön. Wir bringen das sicherlich auch plus 1, oder? Ja. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Dann können wir nämlich genauso ignorieren. Und gehen einfach weiter. Wir müssten das Tor jetzt eigentlich nicht frei machen, weil wir könnten ja auch einfach so mit dem Captain durch. Aber was soll's.
können wir eigentlich auch mit der geschlossenen Pikmin-Truppe gleich weitergehen. Dann wissen wir wenigstens, dass da nichts mehr passiert. Duschraum, Sublevel 2. Okay. Was haben wir hier diesmal? Ein paar mehr Punktkäfer. Ist in Ordnung. Und schöne Musik. Schatz ist auf jeden Fall keiner dahinter. Könnte aber eventuell sein. Das ist das Problem. Also in manchen Möglichkeiten. Deshalb ist das Problem, Schätze und der Ausgang sind ja immer random. In den Gebieten. Und da haben wir gleich mal Gift. Wahrscheinlich hier auch einen vergrabenen Schatz. Wenn uns in der ersten Ebene schon eine weiße Blume angekündigt wurde, oder gegeben wurde. Okay, sehr schön, da war noch Nilanes dabei. So. Und es ist halt richtig fies, wenn man jetzt keine weißen Pikmin dabei hat. Weil dann kann man die ganze Höhle eigentlich komplett lassen und die ganze Ebene. Deswegen bereitet man sich ja immer gut vor. Oh, Batterie. Nehme ich. Und dich triggern wir jetzt bloß wieder langsam an. Wobei du aussiehst, als würdest du viel brauchen. Genau deswegen. Okay, es war bloß ein Punktkäfer, aber trotzdem. Genau wegen sowas trigger ich es immer kurz an. Um irgendwas Fieses zu vermeiden. Na komm, trag's mal weg. Es stört eh bloß. Meine Güte, vor allem, wenn das jetzt auch eine Selina gefressen hätte, das wäre furchtbar gewesen. Okay, dauerhafte Energiezelle. Mit 160, gar kein schlechter Schatz. Bitte tragt es nicht zu weit zu den anderen Viechern, danke. So, und jetzt darfst du nochmal ran, Lilanes. Schon wieder 20. Die haben es hier irgendwie mit ihren 20er-Schätzen. Okay. Ich will noch kurz warten, bis sie das da rausgetragen haben. Damit ich die auch gescheit an den kleinen Punktkäfern vorbeitragen kann. Genau jetzt. Sehr schön. Können wir damit noch die zwei kleinen Punktkäfer weg? Eigentlich schon, ne? Ja, wunderbar, wunderbar. Herkommen. Okay, gut. Ihr nehmt die noch mit, dann sind die aus dem Weg. Schön. Sieht doch bisher ganz gut aus. Drei Schätze haben wir schon. Wunderbar. Was ist das für ein Stück Seife? Ja, nur 60. Name Laugengenerator. Wenn man so sieht, ist es tatsächlich wahr. Damit haben wir die Ebene komplett abgeschlossen. Das ist interessant. Weil es sah irgendwie so aus, als würden wir da noch einiges finden. Na gut, es ist tatsächlich wirklich bloß noch der große Punktkäfer hier. Oh, und da was ganz Besonderes, was wir noch gar nicht kennen. Eine kleine Qualle. Und Steine wieder, gut. Aber ja, wenn wir hier nichts mehr zu tun haben, müssen wir uns weder mit der Qualle noch mit dem Punktkäfer anlegen, sondern gehen einfach weiter. Irgendwelche Blumen oder so hatten wir ja auch nicht mehr, deswegen, wie gesagt, einfach weiter. Nicht irgendwelchen Gefahren aussetzen, weil die Höhle geht noch lang genug.